Heute testen wir den Laser Falcon 2. Ich habe mir diesmal ganz viel Mühe gegeben und habe dieses Video in Kapitel unterteilt. Wenn euch also ein Bereich nicht so interessiert, könnt ihr ganz einfach. Wie auch beim Vorgängermodell ist alles sicher verpackt. Im Karton befinden sich ein paar Aufkleber, ein Quickstart-Guide für den Laser und das Rotationsmodul. Sehr hilfreich finde ich dieses Flow-Diagramm einmal mit und ohne PC-Betrieb. In der ersten Tüte haben wir die Fokustreppe, ein Antistatikpinsel, ein USB-AFC-Kabel, ein paar sehr dünne Probehalter, ich glaube Balsaholz und eine Edelstahlplatte. In der zweiten Tüte haben wir ein paar farbige Bastelpapiere und verschiedenfarbiges Filz. Kabel für das Netzteil, die Schutzbrille, die Air Assist-Pumpe, welche nun ohne eigenes Netzteil auskommt, das Netzteil, die Lasereinheit, die Rotationseinheit, um runde Sachen zu lasern, ein paar Verlängerungen für die Maschinenfüße und die gummierten Füße. Im kleinen Kästchen sind ein paar Werkzeuge, Kabelbinder, Schlüssel, eine 8 GB MicroSD-Karte mit Kartenleser und USB-C-Adapter, ein Tuch und ein paar Ersatzschrauben. Dann haben wir noch die Honeycomb-Unterlage, die dazugehörige Edelstahlplatte und den vormontierten Rahmen. Der Zusammenbau ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Als erstes legt ihr das Teil auf die Seite und schraubt die vier Füße rein. Dann das Lasermodul in die Schiene schieben und festschrauben. Danach zieht ihr das lose Ende vom Schlauch raus, steckt es oben in den Laser rein, fädelt das Kabel vom Laser in die freigewordene Halterung und steckt den Stecker ein. Als nächstes zieht ihr auf der kleinen Luftpumpe den kleinen Gumminupsi ab und steckt da den Schlauch drauf. Das Stromkabel der Pumpe kommt links in den Laser. Mit diesem kleinen Rad könnt ihr später im Betrieb den Luftstrom regeln. Das Netzteil wird hier rechts angeschlossen. Ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn alles auf einer Seite gewesen wäre. Als Programm verwende ich Lightburn. Die Einrichtung des Lasers ist sehr simpel. Ihr klickt dafür einfach hier auf Geräte, importieren. Dann geht ihr auf die SD-Karte in den Ordner Software, Lightburn, Englisch und wählt diese Datei. Dann klickt ihr den Laser an und setzt diesen als Standard. Wenn die Maschine nicht direkt verbunden wird, müsst ihr hier mal die angezeigten Ports durchprobieren. So, ja, da ist die Verbindung. Dann geht ihr auf Bearbeiten Einstellungen. Hier gibt es einen Punkt Anzeige in Millimeter pro Minute, was hier als besser für Diodenlaser steht. Ich stelle das aber wieder auf Millimeter pro Sekunde zurück, da ich da irgendwie mir das besser vorstellen kann. Vor jedem Laser müsst ihr die Fokushöhe einstellen. Dafür legt ihr euch das Werkstück auf die Unterlage, schiebt den Laserkopf über das Werkstück und stellt dann die Höhe mit dieser kleinen Treppe ein. Zum Gravieren und Schneiden bis 3 mm brauchen wir die höchste Stufe. Danach, ganz wichtig, bevor ihr irgendwas macht, müsst ihr einmal auf Homing schicken, also auf ihren Nullpunkt. Macht ihr das nicht, dann passiert Folgendes. Dann denkt sie, da wo ihr sie hingeschoben habt, ist Home und sie fährt dann sonst wohin. Vor jedem Laser ist es hilfreich, einen Materialtest zu machen. Dafür gibt es in Lightburn eine super Funktion. Da könnt ihr in zwei Achsen Laserpower und Geschwindigkeit jeweils von bis in wie vielen Schritten einstellen. Hier könnt ihr auswählen zwischen Linie und Füll, also ausschneiden oder gravieren. Hier kann man noch den Air Assist einschalten und die Power für die Beschriftung. Bei Vorschau kann man sehen, wie das Ganze aussieht. Und wenn man vorher nicht auf Home geschickt hat, dann darf man jetzt nämlich alles nochmal neu machen.
Für den Holzschneidetest habe ich mir verschiedene Hölzer in unterschiedlichen Stärken vorbereitet. Ich werde dann später den Namen und die Stärke beim Schneiden einblenden. Als erstes habe ich einmal ein paar Geschwindigkeiten getestet, um ein Gefühl für die richtigen Werte zu bekommen. Je höher die Geschwindigkeit wird, desto mehr Durchgänge braucht man natürlich, um durchzukommen. Bei 5 mm pro Sekunde habe ich hier zum Beispiel 4 Durchgänge. Deswegen mal der Test mit 1,6 mm pro Sekunde. Dabei hat sich herausgestellt, dass zu langsam auch nicht gut ist. Das heißt, 5 mm haben sich hier bei mir als optimal herausgestellt. Ja, die 12 mm Multiplex waren dann mit 6 Durchgängen erledigt. Das ist schon eine Stärke, mit der man wirklich was anfangen kann. Die 15 mm Multiplex hat der Laser auch bei 14 Durchgängen nicht geschafft. Da ist er dann irgendwo zwischen 13 und 14 mm Outdoor-Fokus. Das sehr viel weichere Sperrholz mit 10,8 mm ist dann schon mit 2 Durchgängen erledigt. Die 15,8 mm Tischlerplatte hat er dann leider nicht geschafft. Der Laser leuchtet zwar ab und zu durch, aber das gilt jetzt als nicht geschafft. Die 8 mm Siebdruckplatte leuchtet aufgrund der Beschichtung erst wie beim Schweißen, ist danach aber überhaupt kein Problem. Obwohl ich den Autofokusbereich irgendwo zwischen 13 und 14 mm vermute, hat er die 15 mm Birke dann doch geknackt. Bei 18 mm Kiefer ist das Ende dann aber doch erreicht. Die hat er leider nicht mehr geschafft. Holz gravieren ist natürlich überhaupt kein Problem. Hier müsst ihr jedoch sehr mit den Einstellungen rumspielen. Das dauert eine ganze Weile, bis man da die richtigen Werte raus hat und würde diesen Rahmen jetzt sprengen. Papier, dickes und buntes Bastelpapier funktioniert natürlich hervorragend. Mit der 10 Watt Version habe ich mir schon viele Glückwunschkarten hergestellt. Bei Papier müsst ihr nicht nur bei den verschiedenen Stärken einen Materialtest machen, sondern auch bei jeder einzelnen Farbe. Die Einstellungen für das orangene Papier haben bei Weiß nicht funktioniert. Hier musste die Laserleistung deutlich erhöht werden. Mit Pappe und einem Laser kann man auch wunderbar basteln, aber auch produktiv werden. Wenn man zum Beispiel so wie ich eigene Tools entwickelt, kann man dafür seine eigenen Verpackungen herstellen. Für Glas und Spiegel braucht man zum Beispiel solch einen Hochtemperaturlack. Mit dem 20 Watt Laser müsst ihr euch sehr vorsichtig an die richtigen Werte herantasten, da sonst auch schnell Folgendes passieren kann. Dafür ist der 20 Watt Laser auch schnell viel zu stark. Ein sehr cooles Feature ist diese Rotationseinheit.
Das Verbindungskabel steckt ihr anstelle des Y-Motors ein. Dieser befindet sich hinter der vorderen Schiene. Zusätzlich müsst ihr die Verlängerung der Füße einschrauben. Für so ein Honigglas hat das jedoch immer noch nicht gereicht. Hier müsst ihr dann noch etwas anderes drunter stellen. Ja, hier habe ich dann erstmal einen Test mit meinem Logo gemacht. Und dabei stellte sich heraus, dass das um 90 Grad gedreht werden musste und auch nicht rund, sondern oval rauskam. Also nochmal drehen und etwas zusammendrücken. Ach ja, und spiegelverkehrt musste ich es dann auch noch machen. Test Nummer 2, Logo etwas kleiner. Okay, und andersrum drehen. Beim vierten Versuch hat es dann funktioniert, beziehungsweise gestimmt. Nun möchte man natürlich nur selten irgendein altes Honigglas bläsern. Wenn es um hübsche Objekte geht, empfehle ich euch folgende Vorgehensweise. Ihr klebt den Bereich, den ihr bläsern wollt, erstmal mit einem Aufkleber ab. Ich mache das hier zur Sicherheit doppelt. Und dann könnt ihr diesen Bereich nutzen, um das Motiv auf der Flasche auszurichten, in der Größe und Proportion und so weiter. Dann wie immer die korrekte Höhe einstellen und ganz wichtig, der Laser muss an der höchsten Stelle des Objektes stehen. Dann müsst ihr so ein bisschen unterluschern, denn der Laser sitzt nicht, wie man vermuten mag, mittig, sondern eher im zweiten Drittel. Als nächstes habe ich den Tosa Schriftzug im Logo ausgeschalten und den Kreis auf 50% Leistung gestellt. Und wie man sieht, muss der in Y noch ein kleines Stückchen größer. Das Ganze kann man dann auf Aufklebern so oft testen, bis alles stimmt. Wenn man mit der Größe und Proportion des Motivs zufrieden ist, brauchen wir noch die richtige Laserpower für das eigentliche Material. Dafür habe ich mir einen kleinen Punkt von 2 mm auf der untersten Kante der Flasche gesetzt und den Laser auf 50% angesetzt. Damit das Logo nicht gelasert wird, könnt ihr die einzelnen Elemente hier ein- und ausschalten. Schwarz ist hier der Kreis, blau der Schriftzug und rot der Punkt für die Leistungskontrolle. Für das Lasern des Logos nachher schaltet ihr das einfach wieder invertiert. Während wir mit der 10 Watt Version die Oberfläche von Edelstahl noch mit Lack vorbereiten mussten, können wir nun mit der 22 Watt Version direkt Edelstahl gravieren. Wie man hier beim Materialtest schön sehen kann, funktioniert das wunderbar. So, worüber wir unbedingt mal reden müssen, ist der Betrieb mit SD-Karte und dem vorderen Bedienfeld. Ich denke, diese Option wird etwas vernachlässigt und auch unterschätzt. Man kann das Programm ganz bequem im Büro vorbereiten, auf die SD-Karte speichern und den Laser bedienen, ohne den Laptop mit in die dreckige und staubige Werkstatt zu stellen, wo er dann irgendwann sowieso nur noch nach verbranntem Zeug riecht. Okay, einziger Nachteil, aufgrund des fehlenden Displays darf sich nur ein Programm auf der Karte befinden. Aber seht ihr das? Der Rahmen wird endlos abgefahren mit eingeschaltetem Laser. Das macht das Positionieren zum Kinderspiel. Das geht mit dem Laptop-Betrieb leider nicht. Die Bedienung ist denkbar einfach. Ihr habt es gesehen, Karte rein, Rahmen drücken, ausrichten und starten. Der Startknopf ist gleichzeitig Pause und während der Pause lange drücken für Abbruch. Ansonsten kann man während der Rahmen abgefahren wird mit den 4 Pfeilen feinjustieren. Boah, jetzt kommt er schon wieder mit Sicherheit. Ja, ich weiß, aber vergisst man leider viel zu oft. Brille und Absaugung muss bei einem Laser selbstverständlich sein. Ansonsten hat das Gerät die vom Vorgänger bekannten Features, Erschütterungs- und Neigungssensoren. Diese könnten für mein Empfinden jedoch sehr viel schneller reagieren. Ich hoffe, das lässt sich mit einem Firmware-Update irgendwann nachbessern. Ja, mein abschließendes Fazit. Bis auf die Sicherheitssensoren, die viel zu spät reagieren, bin ich absolut begeistert von dieser Maschine. Während die 10 Watt Version bei 6 mm Multiplex schon Probleme hatte, haben wir hier mit 12 mm Multiplex richtig gute Ergebnisse. Das finde ich eine super Verbesserung, wenn man bedenkt, wie stabil Multiplex ist. Edelstahlgravieren ohne Lack,
Auch super geile Verbesserung, finde ich richtig toll. Ansonsten Spiegel, Glas, Papier, Pappe, Fliesen, Leder, Steine, Käse und Salami, alles kein Problem. Und natürlich super klasse diese Rotationseinheit. Von mir also ganz klare Kaufempfehlung. Sehr, sehr schönes Gerät. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mich gerne unterstützen, indem du diesen Kanal abonnierst und ein Like da lässt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.